Wir sind hier auf den Winzerer Höhen. Dieser Bergrücken verhindert, dass die Donau weiter nach Norden fließt. Wir sind am nördlichsten Punkt der Donau, die von hier weg dann Richtung Passau, Richtung Wien, Richtung Budapest fließt. Die Donau ist ja selber gewissermaßen eine Brücke, eine Verbindung zu unseren östlichen Nachbarn. Zu den beglückendsten Erfahrungen als Bischof für mich gehört auch die gute Beziehung zu der Kirche in Böhmen, zum Bischof in Pilsen. 1993 wurde das Bistum Pilsen vom Erzbistum Prag abgelöst, das seinerzeit durch die Freigabe des Bischofs Wolfgang ermöglicht wurde. Wenn Kirche Heimat ist, dann zeigt sich das auch darin, dass wir jetzt durch die gute nachbarschaftliche Verbindung, glaube ich, die beste und nachhaltigste Weise auch der Versöhnung zwischen den Völkern voranbringen können. Ich bin mit dem Bischof von Pilsen, dem Thomas Holluck, wirklich gut befreundet und wir haben vieles miteinander unternommen. Jedes Jahr feiere ich in der Heimat meiner Mutter das Patrozinium. Zweimal war Bischof Holluck auch schon dabei und ich wüsste keine andere Grundlage, kein anderes Fundament für eine Versöhnung zwischen den Völkern als die Religion des Kreuzes. Und dann haben wir wieder die Völker beisammen, die Sie in der Krippe auch so wichtig finden, dass alle Völker zu Krippen kommen, oder? Ja, natürlich. Und Böhmen ist nach meinem Dafürhalten sowieso die Wiege der Krippe oder die Krippe der Krippe. Mhm. Nach meines Erachtens belastbarer historischer Kenntnis ist die erste Krippe in Prag bezeugt. Ja. Und den Jesuiten war es dann ja auch gelungen, im 17., 18. Jahrhundert Böhmen auch über die Volksgrenzen hinweg zu einen. Leider hat der Nationalismus dann alles wieder eingerissen und kaputt gemacht. Aber meine Erfahrung ist, dass über den gemeinsamen Glauben auch eine Völkerverständigung möglich ist. Und jedenfalls sehe ich das als meine Aufgabe als Bischof von Regensburg hier mit den Mitbrüdern in Pilsen, in Budweis, in Prag einen guten Kontakt zu pflegen und uns gegenseitig einzuladen, zu besuchen. Auch wenn es sprachlich manchmal etwas schwierig ist, aber ich habe schon zweimal auf Tschechisch die Messe gefeiert und man hat mir gesagt, man habe was verstanden. Die Familie meiner Mutter stammt aus dem Sudetenland. 1946 haben sie ihre Heimat verlassen müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Nationalismus dann eben auch auf diese Weise ausgewirkt, dass auch diejenigen, die am wenigsten dafür konnten, die Frauen, die Kinder, aus der Heimat vertrieben wurden, aber natürlich auch die Männer. Und das ist für mich lebensgeschichtlich natürlich immer präsent gewesen. Ich wusste von den Erzählungen der Großmutter, auch meiner Mutter. Meine Mutter war knapp 18, wie sie der Deportation bzw. wie sie der Ausweisung zuvorgekommen ist durch die Flucht. Man sprach davon, man geht schwarz über die Grenze. Das war gerade für die jungen Leute an der Schwelle zum Erwachsensein von vielen Seiten angeraten worden, dass man nicht deportiert wird und in Arbeitslager gesteckt wird und sonst was mit einem passiert. Und was hat Ihre Großmutter dann als Wertvollstes mitgenommen? Ich habe nicht den gesamten Inhalt dieses Sacks präsent. Es waren Wäschestücke dabei. Aber das, was ich selber noch habe von ihr, das ist ihre Kommunionurkunde und das waren Gebetbücher. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne ihren Glauben und ohne ihr festes Vertrauen auch auf die Gottesmutter, sie hieß Maria, hätte sie das wohl nicht bewältigt. Sie konnte stundenlang auswendig Gebete sprechen. Das hat mir meine Mutter noch erzählt, die sie auf ihrem Sterbebett begleitet hat. So kann der Glaube Kraft geben. Das habe ich an meiner Großmutter erlebt. Und das ist natürlich ein unvergleichlich schwereres Kreuz, als ich es jetzt vielleicht hin und wieder zu tragen habe.
aus der angestammten Heimat vertrieben zu werden, alles, was man sich aufgebaut hat, zurücklassen zu müssen. Das kann sich wahrscheinlich niemand ausmalen, wer es nicht selber erlebt hat.